Weißt du, Entmutigung findest du an jeder Ecke. Entmutigung findest du überall. Du brauchst nur die Nachrichten zu schauen, du brauchst nur irgendeine Zeitschrift aufzuschlagen, brauchst du im Internet ein bisschen zu suchen und Entmutigung greift nach dir. Überall gibt es Entmutigung. Überall sieht man, wie Dinge sich negativ und schlecht entwickeln. Überall kann man sehen, wie Dinge auch wieder göttlich sich in unserer Gesellschaft entwickeln oder einfach da sind. Vor kurzem bekam ich ein E-Mail von jemand, der sich mit Satanismus beschäftigt hat und er schrieb, der Böse hat Deutschland fest im Griff. Das war die Überschrift. Und weißt du was? Das ist eine falsche Proklamation. Das ist etwas, was der so wahrgenommen und empfunden hat und das hat er so ausgesprochen. Aber nein, im Namen Jesus, der Böse hat Deutschland nicht fest im Griff. Das ist einfach nicht richtig. Der Feind versucht, dass Christen sich mit ihm beschäftigen, auf ihn schauen, auf seine Machenschaften, das, was alles Übles und Böses in der Gesellschaft, in der Welt passiert. Gerade die Leute, die sich stark mit Endzeit beschäftigen, sind oft in diese Falle gegangen. Sie beschäftigen sich nur noch mit dem, was Negatives ist und verlieren dabei sehr leicht aus dem Blick, was der Herr tut. Ich las vor einigen Jahren mal ein Büchlein, da hat der Autor das so geschrieben. Er hat gesagt, du musst dir das so vorstellen, der Teufel als brüllender Löwe ist gefährlich. Aber wenn du Christ bist, da ist er von dir getrennt. Das sind wie Gitterstäbe. Und er kann nicht durch zu dir. Aber die Gitterstäbe sind so weit, dass du sehr wohl zu ihm hinein könntest. Und er versucht, ein großes Getöse zu machen und dich dazu zu bringen, dass du Angst hast. Und im Grunde genommen will er dich in seinen Käfig reinziehen. Und genau das passiert. Die Leute schauen auf den Feind, schauen auf seine Machenschaften. Und es ist jedes Mal, ob sie ein Schrittchen näher an ihn herangehen. Und es wird immer gefährlicher. Wir sind nicht von der Bibel dazu aufgefordert, uns mit dem Bösen zu beschäftigen. Ja, natürlich, wir sollen die Werke der Finsternis aufdecken, sagt die Schrift, im Gebet, indem wir einfach Licht proklamieren und indem wir sagen, dass das Reich Gottes hervorkommt. Wir sind dazu aufgefordert, uns mit den Dingen Gottes zu beschäftigen. Eine glasklare Bibelstelle dazu ist in Philipper 4, Vers 8 zu finden. Da gibt es eine Aufzählung von Dingen und das ist keine Empfehlung oder netter Vorschlag, sondern eine Anordnung Gottes, mit was wir uns zu beschäftigen haben. Und da heißt es, und zwar geht es um das Thema Friede Gottes, und das ist ja das, was wir brauchen, der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Jesus Christus. Und genau das ist es, worum es geht, dass wir bewahren in Christus und nicht uns vom Feind da an der Nase rumführen lassen. Und dann geht es direkt weiter. Übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Das erwägt. Das sind die Dinge, mit denen wir uns beschäftigen sollen. Diese Aufzählung von den 8 Punkten, das sind Kriterien, die Dinge, mit denen wir uns beschäftigen sollen, erfüllen sollen. Und weißt du was? Da fallen nahezu alle Nachrichten schon durchs Raster. Da fallen die meisten Dinge dieser Welt schon durchs Raster. Weil es ist gar nicht unser Job, uns mit der Welt zu beschäftigen, sondern mit dem Reich Gottes. Und die Herrlichkeit des Reiches Gottes soll uns erfüllen, dann wird die Welt sich schon verändern. In Kolosser schreibt Paulus das ebenfalls. Er sagt dort in anderen Worten, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist. Sitzen zu Rechten Gottes. Sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Unsere Ausrichtung muss zum Himmel hin sein. Unsere Ausrichtung muss auf den Herrn hin sein. Wenn du auf die Machenschaften des Feindes starrst, dann ist die richtige Verhaltensweise, dreh dich um, schau zum Herrn, schau zu dem, was er tut, schau zu dem, was das Reich Gottes weltweit macht. Anstatt dich mit dem Schlechten und Negativen zu beschäftigen, dreh dich um und suche im Internet nach den Dingen Gottes. Gib doch einfach mal ein, Outpouring of the Holy Spirit im Internet und schau, was du für Videos findest oder Berichte. Gib doch einfach mal ein, Revival und schau, was du findest. Du wirst merken,
Gott ist am Wirken weltweit. Momentan, jetzt in unseren Tagen, gibt es gigantische Bewegungen Gottes überall auf der Welt. Es gab nie mehr Revival, es gab nie mehr Bekehrung, es gab nie mehr Ausgießung des Heiligen Geistes als jetzt. Und wenn du das nicht mitkriegst, dann deshalb, weil du in die falsche Richtung guckst. Deshalb möchte ich dir sagen, Entmutigung findest du überall. Aber es ist wichtig, dass du ermutigt bist. Und das geschieht, indem du auf den Herrn schaust und nicht auf den Feind. Vielleicht ist es an der Zeit, dass du dich rumdrehst. Und vielleicht ist es an der Zeit, dass du aufhörst, dich mit negativen Dingen zu beschäftigen. Schau auf den Herrn. Schau auf das, was er sagt, was wir tun sollen. Ausstrecken zum Himmel. Auf ihn schauen. Ausstrecken zu dem, was er ist, was er tut und was er kann. Das ist die richtige Sichtweise. Das ist der richtige Blickwinkel. Und das ist das, wozu er uns auch auffordert. In dem Sinne glaube ich, dass Gott wirklich mehr für uns alle hat.